Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen herrlichen ersten Advent. Ja, da muss ich mich dann auch nochmal zu Wort melden. Worum geht es? Es gibt ein paar Themen, die muss ich mal wieder besprechen und da wollte ich halt auch mal so ein bisschen eure Meinung zu hören. Wo fange ich eigentlich an? Ich habe meine ganze Wohnung gerade weihnachtlich dekoriert. Ich bin voll in Weihnachtsstimmung, also ich bin schon mit drin. Komplett. Von mir aus könnte jetzt gerade Weihnachten sein. Und zwar einfach nur Weihnachten. So die nächsten 3, 4, 5 Wochen bin ich voll drin, glaube ich. Ich habe mich hier richtig voll gemütlich eingemummelt und eingekuschelt. Und fühle mich einfach mega wohl. Das muss ich mal gerade so sagen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Ich möchte einfach mal anfangen mit dem Thema Stories. Es gibt ja so ein paar Dinge, die mir auf der Seele liegen, wo ich einfach ganz gerne eure Meinung zu hören würde. Geheime Gelüste geht bald dem Ende zu. Also ich habe jetzt schon das letzte Kapitel aufgenommen, also vorgelesen. Das wird, glaube ich, es kommt eigentlich ganz gut hin, dass es bis zum Ende des Jahres dann zu Ende geht. Danach habe ich noch eine Naruto-Story in der Hinterhand, die schon fertig geschrieben ist, die ich nur vorlesen muss. Das möchte ich dann auch fertig machen. Während der Zeit möchte ich aber halt ganz gerne eine meiner angefangenen Geschichten zu Ende schreiben. Also während ihr dann quasi die nächste Naruto-Story hört, schreibe ich dann schon an eine der angefangenen Geschichten weiter. Und jetzt möchte ich natürlich mal wissen, welche Geschichte möchtet ihr denn am ehesten jetzt beendet haben? Bin ich mal sehr neugierig. Und ich bin auch neugierig, das wollte ich euch nämlich auch nochmal fragen, falls ich nochmal eine Idee für eine Story kriege, was ich ja hoffe, was für Pairings hättet ihr denn gerne so? Und ich bin auch ganz ehrlich, ich stehe auch so auf außergewöhnlichen Kram, also es muss nicht immer so das Gleiche sein. Aber was sind denn da so eure Lieblinge? Und habt ihr vielleicht auch noch andere Animes, wo man was zu schreiben könnte? Ich gucke ja auch noch ein paar Sachen, vielleicht gucke ich mir auch mal was an, wenn ich einen guten Tipp von euch kriege, was man sich noch mal so angucken könnte. Und wo ihr vielleicht Bock drauf hättet, wo ich auch mal was zu schreiben könnte. Das könnt ihr mir ruhig echt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hasse solche Sätze, ne? Ich hasse nicht so sehr, als wenn ein YouTuber diesen Satz sagt. Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich habe aber keine andere Wahl, weil ihr nicht anders mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Deswegen schreibt das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Frohe Weihnachten. Oh Gott. Bei den Geschichten wird sich auch noch etwas ändern, denn bis jetzt habe ich immer Musik unten drunter gelegt. Das finde ich persönlich auch eigentlich immer schöner. Ich muss euch jetzt aber, glaube ich, den Ratschlag geben, wenn ihr euch ein bisschen Musik im Hintergrund anhören wollt, müsst ihr euch die demnächst selber anmachen. Denn ich habe beschlossen, die Musik daraus zu nehmen. Das Problem ist, dass YouTube alles von der Monetarisierungsliste kickt, was irgendwie Musik drunter hat. Und da kann es auch ganz egal sein, ob ich nach GEMA-freier Musik suche oder nicht. Das interessiert YouTube nicht. Da liegt Musik drunter, die sie irgendwoher von kennen, wo irgendwer Lizenzrechte drauf hat. Schon bin ich die Gearschte. Finde ich an sich jetzt nicht so tragisch. Ich muss aber zugeben, es nervt mich ein bisschen. Es nervt mich ein bisschen, dass ich, glaube ich, bei jedem zweiten Video, nein, eigentlich bei jedem Story-Video, das ich hochlade, halt die Nachricht kriege, kann nicht monetarisiert werden, weil... So, ich will mit YouTube bestimmt nicht das Riesengeld machen, darum geht's nicht, aber es ist halt ärgerlich, wenn das, was ihr euch am meisten anhört, für mich im Endeffekt nichts bringt. Klingt das gemein? Klingt das doof? Also ihr guckt euch dann Werbung an, was ich total lieb finde, von der ich aber nichts habe. Oh Gott, ich klinge gerade voll egoistisch oder klinge ich gerade doof? Ich glaube, ich klinge gerade richtig. Das tut mir sehr leid. Ich klinge gerade sehr, sehr, sehr geldsüchtig, glaube ich. Das ist eigentlich gar nicht so, aber es ärgert mich halt, muss ich echt sagen. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, falls ich Geschichten vorlese, dann... oder wenn ich Geschichten vorlese, und das werde ich ja weiterhin machen, das ist einfach das, was ich liebe, dann wird es halt einfach keine Musikuntermalung mehr geben. Ihr könnt euch dann ja einfach selber irgendwie bei YouTube nebenher noch leise Musik laufen lassen, falls ihr das haben möchtet oder so. Ich kann es leider nicht mehr machen, weil ich habe halt auch keine Lust darauf, dass mir die Videos irgendwann gesperrt werden, weil da irgendwer mit Lizenzrechten um die Ecke kommt. Der Witz ist, ich lade die Musik, die ich drunter lege, eigentlich immer auch von YouTube runter und achte eigentlich auch immer darauf, dass da steht, lizenzfrei und hast du nicht gesehen. Aber das hilft wohl irgendwie nicht so richtig.
Denn irgendwie kriege ich trotzdem immer mal wieder Nachrichten, dass da dann vielleicht irgendwie eine halbe Minute irgendwo ein Lied zwischen ist, was von irgendwem lizenziert worden ist und deswegen kann ich das gesamte Video nicht monetarisieren. Und ja, es ärgert mich. Es ärgert mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Meinung, ihr wisst es ja, da unten ist dieses kleine Textfeld, da könnt ihr eure Meinung reinschreiben. Rapapam. Könnt ihr auch sagen, dass ich gerade doof bin, weil ich das so mache, aber ich finde es, für mich stört es halt. Genau, das wollte ich loswerden. Und irgendwas war noch. Ach genau, wir haben ja bald Dezember. Genau genommen übermorgen. Das heißt, ich habe wieder einen kleinen Adventskalender vorbereitet. Yay! Es geht wieder los. Wir werden wieder jeden Tag ein kleines Türchen aufmachen. Und dieses Jahr habe ich mir echt mal was anderes überlegt. Ich weiß nicht, ob entweder findet ihr das total toll oder ihr findet es total scheiße. Ich werde mich überraschen lassen. Es sind nämlich keine Videospiele dieses Mal. Es wird tatsächlich immer schwerer, Videospiele zu finden, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Ich warte seit ewig, ich glaube seit 3 Jahren mittlerweile, auf die Veröffentlichung eines Spiels auf Steam, das immer wieder auf nächstes Jahr, auf nächstes Jahr, auf nächstes Jahr verschoben wird, wo ich aber eigentlich jetzt schon richtig Bock drauf habe, mich ja schon mega drauf freue, was ich unbedingt für einen Adventskalender haben wollte, was dieses Jahr aber wieder nicht geklappt hat. Also habe ich beschlossen, gut, Savannah macht es dieses Jahr ein wenig anders und hat sich deswegen hingesetzt und hat sich einen Adventskalender gekauft. Einen sehr spannenden. Ich möchte noch nicht so viel verraten. Dienstag geht's los, dann könnt ihr euch das in Ruhe selber angucken. Ich freue mich schon mega drauf. Ich hasse den Kalender. Eigentlich hasse ich ihn. Ich hasse ihn. Am Anfang stelle ich mich auch noch total doof an. Das heißt, ja, das Problem sitzt mal wieder hinter dem Adventskalender, nämlich ich, weil ich am Anfang überhaupt das Spielsystem nicht verstehe, was daran liegt, dass ich mir die Anleitung nicht durchgelesen habe. Ich bin doof. Oh, die ersten 3 Türchen werden, glaube ich, Katastrophe. Danach habe ich das Spielprinzip verstanden, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Also ich möchte nochmal betonen, das ist, glaube ich, ein Adventskalender für Kinder. Also da steht irgendwie von 9 bis 99 drauf. Ich bin überfordert teilweise. Es ist ein Witz, echt, aber ich bin jetzt, glaube ich, beim 11. Dezember mit den Aufnahmen und ich sitze da manchmal und struggle so dermaßen, dass es schon echt ein bisschen peinlich ist, aber es ist leider so. Also falls ihr zusehen wollt, wie ich mich total blamiere und in Grund und Boden stampfe mit meinen komischen Aussagen und dem Nicht-Verstehen dieses Spieles, dann guckt euch den Adventskalender an. Ich glaube, ihr werdet eine Menge zu lachen haben. Sonst noch irgendwas? Genau, es kann passieren. Ich werde wieder eine Weihnachtspause einlegen, das muss ich auch nochmal sagen. Das heißt aber nicht automatisch, dass zwischen Weihnachten und Neujahr keine Videos mehr kommen. Ich werde in ein... Ja, oh, jetzt kommen die ganzen großen, bösen Corona-Menschen. Ich bin über Weihnachten nicht zu Hause. Das erste Mal, das erste Jahr, bin ich nicht da. Und ich komme erst im neuen Jahr wieder. Deswegen kann es sein, dass irgendwann die Videos abreißen, weil ich dann keine mehr habe. Ich werde mir Mühe geben, so viel wie möglich vorzuproduzieren, aber auf mich kommt eine Menge Überstunden zu, auf mich kommt eine Menge, ich möchte Kekse backen zu und ich überfordere mich wieder im Dezember komplett selber. Ich bin Savannah und ich bin wieder da. Ich kann wieder den Hals nicht vollkriegen. Ich weiß auch nicht, was das mit mir ist. Irgendwie muss ich das mal, ich muss den Knopf finden, um das abzustellen. Aber mein Kopf macht manchmal leider Dinge, die ich nicht so genau, die kann ich nicht kontrollieren. Genau wie die Idee eines komplett neuen Formats auf meinem Channel, den habe ich auch immer noch im Kopf. Den möchte ich jetzt auch endlich mal umsetzen. Ich möchte halt irgendwo mal einen Tag mit 48 Stunden beantragen. Hallo, weiß einer, wo ich da eine Petition für einreichen kann? Ich möchte gern ein bisschen längere Tage haben. Oder ein bisschen weniger arbeiten. Ja, auch nicht schlecht, aber von irgendwas muss ich ja auch leben. Wie gesagt, es kann dann passieren, dass irgendwann so Ende Dezember, kurz vor Januar, die Videos abreißen, weil ich nicht komplett vorproduzieren kann. Aber ich werde mir sehr viel Mühe geben. Damit ist das Video eigentlich schon wieder lang genug geworden. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Worum geht es?
ab 1. Dezember Adventskalender gucken. Bestehe ich drauf, schief lachen und ich blamier mich bis auf die Knochen, ich verspreche es euch. Zweitens, Lieblingspairings im Grunde von Naruto nennen. Drittens, ganz wichtig, mal eben anmelden, welche Geschichte ihr gerne endlich mal weiterhören würdet. Viertens, was für Animes könnt ihr mir empfehlen? Und fünftens, wozu würdet ihr gerne nochmal eine Story lesen? So, und damit war es das jetzt für mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen ersten Advent und schöne Weihnachtstage. Bis dann!